Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Wolf Aqua, dein Kanal rund um die Themen Hortikultur, Aquaponik und Aquakultur. So, und in dieser Episode von Aquaponik My Story, der Episode Nummer 6, zeige ich euch, wie ich das Schulsystem wieder mal komplett umgebaut habe in dem Jahr 2015. Und was ich da verändert habe und wie ich es gemacht habe, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Und los geht's! In der Saison 2015 hatte ich wieder mal das komplette System umgebaut. Wie bisher jedes Jahr. Diesmal hatte ich das System auf mehrere Kreisläufe aufgeteilt. Der blaue Kreislauf lief 24/7 und war rein für die Aufbereitung des Wassers der Fische. Also aus dem Fischtank durch eine UV-Lampe in den Feststofffilter, dann in die Biologie und zurück zu den Fischen. Der Kreislauf lief einige Male am Tag, um Wasser zwischen Fischtank und Sumpf auszutauschen. Und zu guter Letzt der grüne Kreislauf. Im grünen Kreislauf beförderte eine Pumpe Wasser aus dem Sumpf zu den Pflanzbecken und das ca. 17 Mal am Tag. Als Biofilter habe ich mich diesmal anstelle von einem belüfteten statischen Filter für einen Moving Bed Filter entschieden. Als Besatz hatte ich noch die Fische aus dem Jahr davor. Die Karpfen hatten auch im System überwintert. Ich verwendete keine Heizung. Die Fische haben auch alle gute Winter überlebt und so konnte die Saison direkt gut losgehen. Dabei muss ich aber erwähnen, dass ich das Wasser im Fischtank die ganze Zeit über eisfrei gehalten habe. Wir hatten teilweise wirklich auch sehr, sehr viel Schnee auf dem Gewächshaus liegen, aber im Gewächshaus haben wir uns immer so um die 0 Grad bewegt und das Wasser wurde auch belüftet, sodass auch nie die Gefahr war, dass die Wasseroberfläche komplett zufriert. Als Pflanzen hatten wir diesmal Bohnen, Tomaten, Mangold in der roten und der weißen Variante. In diesem Jahr hatte ich die Pflanzen in Steinwolle vorgezogen. Die Pflanzen hatte ich diesmal größtenteils in einem Rohr gesetzt, damit die Wurzeln näher am Wasser sind. Allerdings haben dann die Pflanzen schon recht tief im Rohr gesessen, sodass sie sich zum Licht gestreckt haben. Ein Punkt, den ich in der Saison darauf besser gelöst habe. In dem Jahr hatte ich auch zum ersten Mal versucht, aus meinem Schlamm mehr Nährstoffe rauszuholen. In der Fachsprache würde man sagen, ich habe versucht, den Schlamm weiter zu mineralisieren und Nährstoffe in Lösung zu bringen, damit sie pflanzenverfügbar werden. Ich bin an das Thema recht simpel rangegangen. Ich habe das Abwasser aus meinem Kammerfilter aufgefangen und in einer Regentonne gelagert. Und sonst nichts. Gott sei Dank war die Schicht Schlamm so dünn, dass es nicht zur Gärung gekommen ist und der Schlamm aufgeschwommen ist. Und so sah der Schlamm nach ca. 5 Monaten Reife aus. Man erkennt zum einen, ist das Wasser deutlich klarer geworden und zum anderen haben die Messwerte gezeigt, dass sich der Phosphatgehalt erhöht hat. Nitrat war kaum vorhanden, aber dafür Ammonium. Anhand dessen liegt die Vermutung nahe, dass es zu anaeroben Prozessen gekommen ist. Wie genau das zusammenhängt, erkläre ich euch in einem anderen Video zum Thema des Stickstoffkreislaufes. Den klaren Überstand meines Schlammwassers habe ich dann verwendet, um in die Saison zu starten. Das aber auch nur sehr, sehr vorsichtig und Stück für Stück, weil da war ja einiges an Ammonium drin und ich wollte meinen Fisch und mein nicht direkt zugleich überfordern. Unterdessen haben sich die Pflanzen im System gut entwickelt. Die Bohnen gediehen prächtig und auch der Mangold wuchs gut. Hier kann man mal den roten und weißen Mangold im direkten Vergleich sehen. Die Tomaten wuchsen etwas langsam, hatten aber schöne weiße Wurzeln. Es ist sehr wichtig, dass man mindestens ein- bis zweimal die Woche seinen Pflanzenbestand ganz genau kontrolliert, ob man irgendwelche Schädlinge oder Schaderreger im Bestand hat. Ja, und am besten hat man da auch nur eine kleine Lupe, weil zum Beispiel Spinnmilben oder generellen Milben sind sehr, sehr, sehr klein und die kann man schon mal ganz leicht mit dem Auge übersehen. Und es ist wichtig, wenn man halt den Pflanzenbestand regelmäßig kontrolliert, also sagen wir mal je nach Größe zweimal die Woche für ein paar Minuten, um zu gucken, okay, was lebt bei mir auf den Pflanzen und garantiert wird da irgendwas leben. Umso früher man es aber weiß, umso besser kann man dagegen ansteuern und umso höher sind die Chancen, eigentlich die Pflanzen davon zu befreien bzw. eigentlich die Pflanzen so zu stärken, dass der Schadenreger weniger Chancen hat. Allerdings wird man es kaum schaffen, eine Saison komplett ohne Schadenreger zu überstehen. Auch wenn ich in diesem Jahr ein paar Läuse und andere Insekten hatte, sind die Pflanzen gut gewachsen und die Bohnen hatten reichlich Früchte angesetzt. Über die Saison hinweg konnte ich auch sehr viel Mangold ernten. Eine der Bohnen hat es leider nicht geschafft und ist eingegangen. Ich vermute, dass es ein Pilz war, der die Wurzeln befallen hat, weshalb die Wurzeln auch so braun geworden sind. Hier zum Vergleich eine Tomate, wo die Wurzeln deutlich besser aussahen. Bohnen konnte ich in dem Jahr viele ernten, von den Tomaten waren es weniger, aber am allermeisten, zumindest vom Volumen her, konnte Mangold geerntet werden. Die Fische waren mir nicht groß genug in dem Jahr geworden, die waren also noch relativ klein, die waren jetzt vielleicht so die Größe vielleicht 15 cm oder so und ich wollte nicht den Aufwand betreiben, die zu schlachten, um mir auch wieder neues Besatzmaterial zu holen und so hatte ich mich dazu entschieden, in dem Jahr 2015 die Fische noch
ein weiteres Jahr quasi da in dem System zu belassen. Habe sie dann quasi wieder über den Winter gebracht, dass er in die Saison 2016 direkt mit Vollgas durchstarten konnte. Das war jetzt die Folge von Aquaponic My Story Nummer 6 über das Schulsystem, wie ich es komplett umgebaut habe. In der nächsten Folge zeige ich euch, wie ich wieder einmal komplett das System umgebaut habe. Diesmal aber meiner Meinung nach auf den besten Stand, den ich bis dato erreicht hatte. Und was mir aber trotzdem in der nächsten Saison passiert ist, leider sehr unschön, zeige ich euch dann in dem nächsten Video, Aquaponic My Story Nummer 7. Und bleibt gesund, ich wünsche euch alles Gute und ciao.